aufgefallen, es stinkt langweilig und es geht und Rauferei, Dolche werden gestohlen und so weiter und so fort. Und wir reden jetzt mit Eric. Eric. Und damit allerseits willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Kann man kaum vorstellen, dass der hier irgendwo hockt. Er soll eine ganz helle Rüstung haben. Hier sogar noch ein Bäumchen drin ist. Also hier haben sie nicht viel gemacht. Und hier soll der sein. In diesem Bereich. Da drin ist er. Naja, die ist notdürftig geflickt. Aber für den Chef könnte es bessere Behausungen geben. Hier ist sogar noch ein Wagen im Haus. Wie haben sie denn den reinbekommen? Passt ja gar nicht durch die Türen. Komisch. Das ist schon irgendwie ein komisches Chefbüro, oder? Na, mal schauen. Ich habe Benutzen gedrückt. Geht denn das nicht? Spiel. Aha. Na, was ist das da? So sehr glänzt seine Rüstung gar nicht. Klar, sieht schon anders aus, aber... Er sagt auch gar nichts, wenn wir hier reinkommen. Wir klopfen nicht mal. Einfach mal kommentarlos hinsetzen. Wein hat er hier auf dem Tisch. Eine Feder... Ein Helm, womöglich sein Helm. Da hinten ist eine Truhe. Hallo. Was willst du? Tun. Koslik schickt mich. Ah, noch mehr Verstärkung. Du bist der aus dem Kloster? Ja, Herr. Du hast diesen Verräter wirklich getötet? Ja, Herr. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dir gelingt. Kannst du mit einem Schwert umgehen? Ja, Herr. Ja, ich weiß, was ich tue. Stellen wir dich auf die Probe. Geh zu Vanjek, unserem Kampfmeister. Er wird schon herausfinden, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Geh einfach hügelabwärts bis zur Palisade. Sein Zelt liegt direkt beim Übungsplatz. Jawohl, Herr. Ich sag immer Jannik, ne? Ist mir gerade auch wieder aufgefallen. Okay. Dass der uns nicht erkennt oder nicht erkennen will, der Vanjek... Bin mal gespannt, ob da noch was kommt. Der muss uns doch erkennen. Hallo? Er hat dem Knaben in Scarlets die ersten Schwertschwünge beigebracht. Dann ziehe ich aber den Helm wieder an, wenn das gleich aufs Ganze geht. Gott, wir müssen das schaffen. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, groß was zu reparieren, außer mit den Sachen, die wir dabei haben. Und so viel können wir da gar nicht reparieren. Können wir erst noch mit Holzschwertern kämpfen? Ich meine, müssen alle gegen ihn antreten. Und wer verliert, der stirbt. Das wäre doch Quatsch. Entschuldigung, ich muss da durch. Ist das dein Ernst? Ja. Was für ein Scheißkack. Doch eine ordentliche Rauferei. Das klang auf dem ersten Ohr wie Herr Hans. Bist du Kampfmeister Vanjek? Ja, der bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Eric sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Wirklich? Ich würde meinen Arsch verwetten, dass ich dich kenne. Egal. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es einst war. Ich saufe zu viel. Oder zu wenig. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Jawohl. Ich find's interessant. Also, wir hatten jetzt schon Ewigkeiten keine zeitbegrenzte Antwortmöglichkeit mehr. Bin mal gespannt, ob er sich noch an uns erinnert. Spätestens, wenn wir angreifen auf der anderen Seite.
Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Bin selbst gespannt, was wir noch können. Jetzt sitzt du. Na, hat er gar keine wirkliche Rüstung, fällt mir gerade auf. Das ist echt frech. Ich bin hier drüben. Das ist schön für dich. Ah. Oh. Es gibt sogar Blut. Na, nicht ausweichen. Das ist voll frech. Na komm schon. Kurva! Das. Wo sind hier Kurven? Wie die Laus? Das hat mich gerade an Darkwing Duck erinnert. Sein Ansatz. Na, so nicht. Na schön. Komm wieder, wenn die Eier gewachsen sind. Was? Weil ich wieder außerhalb war? Oder wie darf ich das verstehen? Ah, ich darf hier nicht raus. Können die sich keinen Kampfplatz leisten? Ja. Scheiße, verdammt. Bin ich schon wieder außerhalb? Das ist ja blöd. Hey, ich war gerade dran. Böser Mensch. Tja. Hey, Vorsicht. Unsere schöne Rüstung. So. Jetzt aber mal. Sadist, der blutet. Kann er seine Blutung stillen? Wie wichtig aber diese Kombo ist. Diese kleine, aber eben feine. Schön, dass wir die gelernt haben. Ich dachte, jetzt greift er wieder von oben an. Oh. Oh, und jetzt war's das mit ihm. Aber er überlebt doch, oder? Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Ich hatte etwas Übung. Unsere Rüstung. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek fällt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, ich bin dabei von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinander stehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Was? Das war der Tipp? Herrlich. Warum tritt er ohne richtige Ausrüstung an? Ist doch Quatsch. Wie sieht denn unsere Rüstung aus? Oh, der Gambeson hat wieder am meisten abbekommen. Der Rest geht noch. Hätte mich weniger treffen lassen sollen. Aber dieses Umhauen ist einfach sowas von genial. Ich weiß, es heißt nicht Umhauen, aber... So nenne ich es einfach mal. Einschalten. Wo kommt das Pferd her? Das sieht edel aus. Gehört ihm, oder? Na, ich wollte ihn mal bekannt machen. Ich habe nichts gedrückt, das kam einfach so. Gucken, ob wir jetzt zum zweiten Chef werden. Das wäre mein Aufstieg. Aber erstmal Vertrauen gewinnen. Entschuldige. Was ist denn? Oh, ohne Helm, das ist super. Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe...
Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter! Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Hier, der Sultan mit Herrn Ratzig. Seit wann hörst du denn Ratzigs Leute an Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Aber wie heißt er denn? Ich habe schon so oft von ihm erzählt. Bei Privislave zum Beispiel. Solvan? Nee, wie hieß der denn? Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Ganz bestimmt. Dein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Erik. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun, eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten. Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters, welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und der bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel ihm ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Erik, komm mit, wir haben was zu erledigen. Ach, Udo, hör auf, Mann. Ob da was dran ist? Ich kann es mir vorstellen. Herr Ratzig wollte uns ja eigentlich was erzählen. Heinrich, wach auf! Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken.
schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Bischek. Nicht mehr. Was, Bischek? Du Scheißverräter. Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert? Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also, willst du meine Hilfe oder nicht? Na, mach schon. Ist der Istvan, der ist doch Istvan, ne? Ich bin da nicht drauf gekommen, ich habe ihn schon so lange nicht mehr erwähnt. Gerade Bischek hilft uns jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe gerade Gänsehaut. Was willst du? Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Istvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Ja, warum will er uns jetzt auf einmal helfen? Hat er gemerkt, das ist doch nicht so cool hier, wobei er ist doch gerade an der Macht, wenn er hier mitspielt. Das ist eine interessante Frage. Und was Herrn Ratzig betrifft, der wollte uns ja eigentlich... Er wusste ja mehr über, ich sag mal, Vater Martin, wenn das denn noch weiterhin stimmt. Er war uns da eigentlich noch was schuldig, ne? Ein paar Antworten. Habe ich zumindest gekauft, aber dazu kommen wir später. Jetzt fragen wir erstmal, was hier los ist. Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Apropos Groschen. Da hatten wir einige. Ich hoffe, die sind alle noch da. Welche Gründe hast du wirklich? Keine, die dich etwas angingen. Sagen wir einfach, es ist was Persönliches. Was soll bei ihm denn schon persönlich sein? Gut, wir wissen nichts von ihm. 328. Hey. Also um ehrlich zu sein, würde ich ihm schon ganz gerne vertrauen. Ich meine, was haben wir für eine Chance? Würde er jetzt irgendein Spielchen treiben? Ist letztendlich egal, wie und wann wir sterben, ob jetzt hier in den nächsten Stunden oder vielleicht an einem Dreivierteltag? Ah, das ist ein Arsch, aber ich bin gerade gewillt, dass wir ihm vertrauen. Also einerlei sage ich nicht. Ich würde halt schon jetzt gerne die Wahrheit wissen, weil wir müssen einander vertrauen. Das würde ich ganz gerne danach sagen. Sie gehen mich was an. Und ich glaube dir kein Wort. Ich weiß, du führst etwas im Schilde. Streng dich lieber etwas mehr an, sonst gehe ich mit dir nirgendwo hin. Gibt keinen Tag, an dem sich diese Mordbuben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich bin der Jüngste, also bin ich ihr Sklave. Hast dir das Leben als Bandit wohl anders vorgestellt, was? Mir kommen die Tränen. Aber du könntest alleine fliehen, also warum so besorgt um mich? Hör mal, ich will bloß ein normales Leben. Und dafür brauche ich Frieden und Kohle. Du musst hier raus und hast das Geld. Woher weißt du das? Ich will nur einen Bruchteil von dem, was Istvan von Herrn Ratzig verlangt. Warum sollen wir uns also nicht gegenseitig helfen? Also ein Arsch bleibt da dennoch, aber es ist immerhin ein Arsch, der uns hier rausholen kann. Wieso haust du nicht selbst ab? Und dann was? Bin allein auf der Welt und ein Geächteter. Wie lang glaubst du, dauert's, bis ich am Galgen baumle? Muss mir etwas Kohle beschaffen, damit ich verschwinden kann. So wie Pius. Wie willst du das anstellen? Na endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich auch. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld, im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund.
Was ist mit meinen Sachen? Die hat Eric. Wäre Selbstmord, die zu holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Eieiei. Jetzt haben wir die Wahl. Ausrüstung vielleicht für immer verlieren. Oh nein, die ganzen Groschen. Ich wusste schon, warum ich die vielleicht nicht die ganze Zeit beim Herumtragen sollte. Aber auch der ganze andere Kram. Nee, den holen wir uns wieder. Das war... Die sind mir so verbunden. Nein. Ja, Risiko eingehen, nochmal geschnappt werden. Beim Ausrüstung holen oder direkt abdampfen. Nee, Ausrüstung wieder. Kann ich aus Sienna noch meine Steppjacke holen? Die ist nämlich schön dunkel. Das sehen wir alles mal. Oh, interessant, wie das gerade Fahrt aufnimmt. Freue mich schon. Vor allem dann, wenn Herr Ratzig uns was erklären muss. Wenn es da was gibt. Da wird es bestimmt was geben. Und Bischek, ja, wer hätte das gedacht? Aber man sieht sich immer ein drittes Mal. Aber gut, sehen wir alles mal dann zum Beispiel in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut und tschau, tschüss.